Oh, ich habe es endlich geschafft, mal einen Parkplatz zu kriegen, um oben auf den Täde hochzugehen. Also wir haben jetzt, wie spät ist das jetzt? Ein Licht hier. Warte mal. So, 6:38 Uhr. Ich bin angekommen um 6 Uhr und der Parkplatz hinten direkt, wo der Wanderweg beginnt, der ist auch schon um die Uhrzeit schon voll. Also man kriegt auch schon wahrscheinlich um 4 Uhr oder Nacht, Mitternacht ist ja der Parkplatz schon komplett voll. Die stehen ja wahrscheinlich Mitternacht und keine Ahnung, was sie machen. Ob die dann nachts den Berg hochgehen, um dann den Sternen sich oben anzugucken oder von der Uhrzeit dann schon da von oben den Sonnenaufgang anzugucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier alles schon voll, der Parkplatz. Also muss ich jetzt 800 Meter von dem vorderen Parkplatz bis zum Wanderweg die Straße entlang gehen, weil anders komme ich hier ja nicht lang. Und von dort dann losgehen, den ursprünglichen Wanderweg. Ich stehe jetzt auf dem Parkplatz. Mirador. Ja. Mirador el Tabano la Negra. Und da vorne ist eben gesagt der Wanderweg, der grüne da, wo ich dann hoch muss. Das sind 800 Meter entfernt. Sonne geht jetzt gerade so auf, ist aber heute leider noch nicht so richtig bunt. Wenn es dann bunt wird, kann ich ja mal filmen, aber ich sehe jetzt gerade noch nichts. Also, ich bin jetzt hier an den Startpunkt und das sind jetzt 800 Meter gewesen. Auf dem Hinweg habe ich auch gesehen, dass hier unten an der Straße ja hier vorne der Weg lang geht. Da kann man auf dem Rückweg, wenn so viele Autos langfahren, hier vorne durch und unten geht dann so ein Weg lang, Trampelweg bis zu einem anderen Parkplatz. Dann gehe ich den nachher dann am besten dann zurück und nicht auf der Straße. Das ist wahrscheinlich dann zu gefährlich auf dem Rückweg. Der orange Berg links vom Weg ist der Montagna Blanca. Der dunkle Berg dahinter ist der Täde, auf den ich dann gehe. Rechts vom Weg ist der Montagna Fajada.
quasi unten an der Kreuzung, wo wir dann jetzt abgebogen sind. Ja, bei dem Startpunkt die erste Abbiegung in der Ecke, da waren es 1,62 Kilometer gewesen. Da unten dann in den Schildern. Wir sind jetzt an der Stelle an der nächsten Kreuzung. Wir haben jetzt 8:14 Uhr. Kilometer 3,6. Wir sind auf jeden Fall ganz schön am Bummeln. Oh. Das ist jetzt hier vorne, das, hier, das ist der Montagna Blanca. Montagna Blanca ist hier dieser Berg da wahrscheinlich. Nach dem Ding hier vorne jetzt. Wir sind an der Stelle hier. Das ist Montana Badaya irgendwo da, keine Ahnung, wie hier sein soll. Auf dem Weg nach rechts führt die 56 Kilometer lange Laufen-Wanderstrecke 040 Playa del Socorro entlang. Die Strecke startet am Playa del Socorro bei Los Vallejos. Das liegt in der Nähe von Puerto de la Cruz. Die Strecke geht 28 Kilometer bergauf bis zum Pico de Teda auf 3.780 Meter Höhe. Man muss dabei 4.000 Höhenmeter aufsteigen. Die 28 Kilometer muss man natürlich auch wieder herunterlaufen oder wandern. Geht bei Kilometer 4,6. Auf der Karte bin ich jetzt bei dem ersten Ei. Irgendwo in der Ecke. Also jetzt ist bei 4,18. Das sind wahrscheinlich die Täler, ja, wie es aussieht. Da stehen so mehr von diesen Kreisdingern. Ich gehe mal vorne, dass das Täler ja sind. So. Ein paar Meter weiter. Also bei Komoot. Ja, da hat eine Kurve schenkt dann. Stehen da oben irgendwo. Thank you.
Wir sind jetzt in der Kreuzung hier. Da geht es ein komischer Weg lang, wo es wieder zur Straße zurückgeht. Und da geht es jetzt hoch, wo die beiden Mädels rum sind. Kilometer, wir haben 9.05 Uhr. Kilometer, 5.08 Uhr. Der Weg nach links soll nicht mehr existieren. Nach einigen Metern soll sich die Spur in einem extrem steilen, weglosen und grolligen Lavafeld verlieren. Wenn ihr den Weg entlang geht und euch ein Parkranger erwischt, dann verweist euch auf den offiziellen langen Weg wieder zurück. Notiz, wir haben jetzt 6,5 Kilometer und an der Stelle und da ist ein schöner Ausblick. Da unten war jetzt da die Kreuzung, richtig. Thank you.
Also ich bin jetzt bei 8,3 Kilometer. Kurz vor Alta Vista. Das ist da, wo das Gebäude ist, wo die Leute immer wohl dann übernachten können, wenn die essen, zappen gehen. Ich bin jetzt auf 3200 Höhenmeter. Und das sieht noch weit aus. Uiuiui. Ui, ui. Ein und ein Stückchen vor mir, du. Luft ist dünn. Die Schutzhütte Refugio Alta Vista soll vorübergehend geschlossen sein. Bei 10 Kilometern, 5 Stunden, kurz vom Ziel. Echt gerade viele Leute hier. Arschwindig und arschkalt. Mal gucken, wo muss ich dann lang? Also hier rechts geht es dann laut Komoot, wo ich zu der Nummer 1, wie ich hingeschrieben habe, gehe ich mal von aus. Und wo die anderen hochgehen. Das war es wieder Leitstation.
Also ich bin jetzt hier hinten bei der Seilbahnstation. Es ist 13.09 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich habe jetzt so viel. Ja, eben. Also hoffe ich, dass ich das in 3 Stunden wieder runterschaffe. Jetzt hier unterhalb, ich habe das gerade gefilmt, oben von der Hütte, von den Alte Vista, bis hier unten. Und wir haben jetzt, wie viele Kilometer? Mal gucken. Wir müssen abmachen. Also so viele Kilometer. So viele Höhenmeter hatten wir, aber Abstieg. Der dasselbe wieder runter. Die Luft dort oben ist extrem trocken. Wer anfällig für trockene Haut ist, sollte besser eine Creme für Lippen und Hände mitnehmen. Ich war schon öfters im Zähle-Nationalpark wandern, aber so eine extreme trockene Luft habe ich bislang noch nicht erlebt. Ich habe die Creme leider vergessen. Daher haben meine Hände irgendwann auch geblutet und meine Lippen wie verrückt gebrannt. Also hier Notiz. Ich bin jetzt wieder unten angekommen. Der schwere Part ist jetzt rum. Also ich bin von dem Berg jetzt hier wieder runter. Es kommt der einfache Weg. Und von da habe ich dann, das waren dann so 16,1 Kilometer so. Die Zeit, also, ne. Also ich bin jetzt wieder an der Stelle hier unten jetzt.
Jetzt geht's wieder einfach, ums einfache Weg wieder. Der wissenschaftliche Name für die Zähleier sind Akkretionskugeln. Sie entstehen, wenn die Lava einen steilen Abhang herunterfließt und einige erstarrte Fragmente über die noch geschmolzene Oberfläche rollen und dabei Lavaschichten anhäufen, ähnlich wie bei einem Schneeball. Dieses Phänomen ist sehr besonders auffällig, da einige dieser dunklen gefärbten Kugeln ihre eigene Wäsche überholt haben und über den hellen Bimsstein der Montagna Blanca verstreut haben. Also Notiz, wir haben jetzt 18,3 Kilometer. Und wo ich da hinten, wo die Stöcker waren in der Ecke, ist ja diese schöne Aussicht hier. Das ist dann in dem Punkt, in dem Bereich hier irgendwo. Das ist ein bisschen unterhalb, so schräg unterhalb von den Eiern. Oben in die Eier hinter dem Hügel. Also wenn wir hier jetzt diese Wege lang gehen unten, dann guckt man dort entlang. Ist dann da unten irgendwo. Also da oben der Weg anscheinend, der hört irgendwann auf, wie es aussieht. Da kommt man auf den Berg drauf. Aber irgendwie da vorne wohl, muss man wohl dann irgendwie drum rumkommen, gucken. Mal schauen, wie weit man da kommt. Von wo man starten könnte. Also das wäre auch dann von El Portier oder Alto, irgendwo die Ecke da hinten kann man dann darüber. Das ist ja dann die. Das wäre dann so theoretisch die Stelle, die wir schon mal gehen wollten. Hier wären wir dann wahrscheinlich dann irgendwie rausgekommen auch. An den Wegen. Also ist der Weg wohl auch dann. Dementsprechend steht es hinter vorne, das steht, aber ich glaube nicht. Weiße da hinten. Aber wahrscheinlich ist das dann hier dann auch bestimmt so ein vielleicht vom Sperrgebiet. Also kann man das auch hier, wie gesagt, Montag, Dienstag, Montag, Mittwoch und Freitags nicht machen. Ah, da ist doch wieder das tolle Schild. Mofflonsjagd, Montag, Mittwoch und Freitags. Also die Strecke nicht an den Tagen machen. Ansonsten kann man hier immer mal rumlaufen. Bis zum 17. Jahrhundert glaubte man, dass der Täde der höchste Berg der Welt sei. Heute ist er immer noch die Obergrenze Spaniens. Es hat mehr als 100.000 Jahre gedauert, bis er sich Schicht für Schicht wie ein riesiges Dessert aus verschiedenen Eissorten und Sirupen aufbaute. Jede Farbe zeigt die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Lava oder die chemischen Veränderungen, die durch den Durchzug des Tälles verursacht wurden.
Der Täde ist bereits so hoch, dass es für das Magma schwierig ist, zu seinen Gipfel aufzusteigen und Ausbrüche an seinen Flanken wie der Montagna Rajada und der Montagna Blanca wahrscheinlicher sind. Der Pilon oder Zuckerhut war vor ungefähr 1000 Jahren der letzte Ausbruch gewesen, der den Täde in die Höhe treiben ließ. Jetzt gibt es Parkplätze. Also die beste Zeit ist wahrscheinlich jetzt loslaufen. Nur dass man dann oben ankommt, dann schläft und am nächsten Tag wahrscheinlich wieder zurückläuft. Und wir haben jetzt, wie viel Uhr? 16:30. Um 16:30 hat man die Chance, da einen Parkplatz zu bekommen. Kurz bevor die Seilbahn zumacht. Also scheinen sie dann die meisten wohl, gehen um die Uhrzeit hoch. Und geht am nächsten Tag wahrscheinlich wieder runter. Da ich jetzt in der Zeit jetzt nicht unbedingt zur Straße mache, dann gehe ich jetzt hier unten in den Weg rein. Also in diesem Bereich hier, wo ich geparkt habe, da den Parkplatz, da den Weg kann man auch nicht lang. Also brauchen wir hier hinten in dem Gebiet und scheint Montag, Dienstag und Freitag gar nichts mehr hin. Also wahrscheinlich nur noch da hinten, wo ich mal war. Da stand ja kein Schild lang. Ich habe zumindest nichts gesehen, weiß ich nicht. Ja, und ich mache das auch im ganzen Park an den Tagen. Keine Ahnung. Also ich stehe jetzt hier an der Stelle, habe jetzt Kilometer 21,17 und 10 Stunden gebraucht. Und da hinten, wie gesagt, ein paar Meter weiter ist dann der Parkplatz. Oder der weiße Strich da unten. Um die große Tachinassa Rocha, auf Deutsch roter Wildbrassnatter im Kopf, in voller Pracht und in großen Mengen zu sehen, ist die beste Zeit laut meiner Erfahrung zwischen Mitte Mai bis Mitte Juni. Ab der dritten Juniwoche sind die roten Blüten zum größten Teil wieder weg. Kleine Infos zur Mothman-Jagd.
Sie findet im ganzen Teide Nationalpark statt, in den Bereichen Siete Canadas, Vierto und Boca Tauze. In der Regel von Mai bis Juni und von Oktober bis November. Die Sperrschilder werden nur in den Zeitraum aufgestellt. Aktuelle Infos findet man auf der Seite Casawalker.de, auf Deutsch heißt das Avocado House. Den Link zur Seite findet ihr in der Beschreibung.